So, weiter geht's mit Assassin's Creed Origins. Wir machen weiter mit dem guten Römer. Dann stehen noch ein paar Feinde. Da ist er doch, Teddy. Oh, jetzt. Wir klettern mal da fleißig hoch. Sag mal, bleibst du mal hier? Bist du Daddy? Mein hartes Feuer zwickelt! Überraschung! Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Aber sag mir, wo die Diopter ist. Meine Frau brachte mir gerade eine frisch gebratene Hähnchenkeule zum Mittag. Es muss schon Wochen her sein, seit ich... Klingt köstlich, aber kommen wir zu diesem Werkzeug. Dein Essen hilft nicht weiter. Oh, verstehe. Also, ich ließ die Dioptra in der Höhle. Und als ich wiederkam, war sie weg. Gestohlen von Wölfen, Geistern oder Schlimmerem. Wie sieht diese Dioptra aus? Wie eine Feuerschale. Aus drei Teilen. Durch ein Teil sieht man, mit einem misst man. Ich finde sie. Und du versuch nicht vor Angst zu sterben. So. Finde ich die Abtra und sammle sie ein. Die Abtra muss immer eine Höhle mit dem Aquädukt sein. Na dann, auf geht's. Wir müssen sowieso erstmal. Die in der Höhle drin? Fragezeichen. Da sehen wir. Also auf jeden Fall welche. Oh, 34er Hauptmann. Frage, müssen wir da rein? Totenstelle versteckt. Müssen wir da rein oder müssen wir da hoch? Ich glaube, wir müssen da hoch, oder? Aber ich glaube, nee. Ich glaube, bitte mal. Wir wetten. Okay, sie sollen dann mich oben verstecken. Ich versuche mal, ob ich da hochkomme. Ach, in der Höhle. Okay. Also doch. Warte mal. Aber müssen wir doch da runter irgendwo oder müssen wir jetzt da rein? Nee, warte mal. Okay, scheinbar dann doch nicht.
Warte mal. So, kommen wir da hoch? Müssen wir da hoch irgendwie? Ne, die sind über mir, ne? Warte mal, sind die jetzt über mir oder sind die jetzt unter mir? Das ist die große Frage. Wo muss ich da? Ich bin jetzt in irgendeiner Höhle gerade hier drin. Da muss ja. Warte mal. Ich muss ja in erster Linie mal wieder raus, oder nicht? Warte mal kurz, wir müssen ja da irgendwie wieder hoch. Ich müssen ja da hoch, weil Senu hat ja da hinter dem Dings was gefunden. Da oben ist irgendwo das Örtchen, wo wir hin müssen. Oder dieses, das Ding da. Ein Banditenlager. Dann wissen wir, dass keine Geister das Werkzeug gestohlen haben. So. Was? Du kannst nicht fliehen. Dein Name wird ausgerottet, du Narr. So. Sieht aus wie ein Teil der Diopter. Tschüss. Oh, das ist der King. Hey.
Das sind 35er gewesen, den haben wir gerade mal geprügelt weggehauen. Moinse! Der Abtrauer, mein Freund. So, die Türen mal aufmachen, alles hier. So. So. Teil des Messinstruments. Sehr geil. So, dazu mal das dritte Teil. So, die kriegen wir hin, den Hauptmann haben wir schon. Rasiert. Der Hauptmann und Kommandant erledigt. Der war Level 34. Jetzt holen wir uns die Typen da noch den Rest. Komm mal her, mein Freund. Ich töte dich. Ja, ich will eher nicht. So, der ist tot. Noch ein Werkzeugteil. Sehr schön. Ich muss zurück zu Vitruvius, bevor an Dedi ein Exempel statuiert wird. Neue Pfeile mitnehmen und alles dies und das mitnehmen. Da vorne sind nochmal Pfeile. Gut, dann müssen wir gucken, müssen wir kurz mal zum Aquädukt. Jetzt bin ich ziemlich froh, dass wir den Schönreisepunkt haben. Dann können wir nämlich da, brauchen wir nicht da rausklettern. Ja, so 34 und 35 ist der Hauptmann gekillt und zwar relativ zügig. Warte mal. Da unten wäre der Dings gewesen. Da gehen wir mal kurz dahin und dann machen wir mal, schießen wir die links ab. Hey! Du hast sie? Du hast meine Dioptra? Ah, ja. Ich habe sie oberhalb des Aquädukts gefunden. Wirklich?
Einige meiner Arbeiter wollen dort Stimmen gehört haben. Sie dachten an Geister. Meine Papaditen. Nur für abergläubischen Unsinn. Das ist erledigt. Euch sucht nichts mehr heim. Weder lebendig noch tot. Exzellent. Jetzt hat Feldherr Agrippa keinen Grund mehr, meine Arbeiter zu quälen. Er wurde noch ehrgeiziger, seit Flavius aus Siva zurückkehrte und keinesfalls im guten Sinne. Danke, Bayek. Du rettest meinen... unseren Leuten das Leben. Ich schulde dir was. Fortuna sei mit dir, Vitruvius. Deine Arbeit wird vielen Menschen in der Kyrenaika helfen. So, abgeschlossen. So. Eigentlich müssten wir die drei noch da töten. Die zwei und noch die zwei Soldaten. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Wieso nicht? So, tot. Wäre so, als sei so, wäre noch einer da gewesen. Okay, da ist noch ein Fall, ein Schatz. Schild. Bist der zweite Schatz? Da. Dann fehlt noch einer. Klingenwaffe. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo der dritte Fisch ist. So, dann holen wir uns den Schatz noch und dann machen wir Feierabend für heute. Dann haben wir nämlich das Aquädukt einmal abgeschlossen, auch noch nebenbei. Und dann können wir jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch die letzte Quest noch haben, weil eigentlich haben wir jetzt nichts mehr offen gerade. Feinde haben wir jetzt auch gerade keine mehr. Warte mal, wo ist denn der Schatz? Hier ist er. Und damit haben wir auch das Kyrenaika-Aquädukt abgeschlossen und haben 450 Erfahrungspunkte verdient. Immerhin. So, jetzt gucken wir mal gerade, was die Quest aussagt. Müssen wir das noch machen, schnell hier. Und dann haben wir noch drei... Ja, dann haben wir noch drei Aufgaben. Wir müssen heute, wie gesagt, ich würde gerne zumindest, ja, zumindest 35 müssten wir schaffen. Also, er ist Level 35. Und dann haben wir hier noch die Gefahr im Verzug. Also, wir haben noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Ich denke, er hatte gehofft, dass ich es heute noch kriege, alles. Nein, was kriegen wir nicht. Wir haben noch zumindest eine legendäre, mysteriöse Gegenstand. Die Gefahr im Verzug.
Aber erstmal spielen wir noch mit dem Feuer. Ich will zumindest doch die Aufgabe hier abgeben oder abschließen. Dann müssen wir es halt tatsächlich erst in der nächsten Session durchziehen. Ich weiß, wie gesagt, eigentlich was der Plan. Wir gehen mal schön vorsichtig darunter, weil nicht, dass wir da runterplumpsen. Wir sollen mit Vitruvius noch mal kurz quasseln. Bajak, versteh bitte, ich war nicht immer so fokussiert auf architektonische Wunder wie dieses Aquädukt. Das haben wir noch folgen. Als hitzköpfiger junger Mann habe ich viele Vernichtungsinstrumente erfunden. Eines davon war eine Art griechisches Feuer. Griechisches Feuer? Eine Substanz mit solchem Potenzial für unsägliches Leiden. Was müssen wir da jetzt machen? Was soll dem folgen jetzt? Dass ich schwor, sie nie herzustellen. Der Feldherr stellt es aber her und zwingt Sivana dazu, seine Ballista für den Krieg gegen ihr Land zu rüsten. Oh. Und so weit wir Level 35 sind, machen wir auch das Ding zu Ende. Versprochen. Also wir werden nicht alle Neben- oder Hauptquests machen. Wir werden halt, wie gesagt, die Hauptquests machen und dann war es das auch. Müsste das auch reichen. Fluch der Stolz. Ich hätte meine Notizen verbrennen sollen. Feldherr Agrippa muss sie gefunden haben. Dann halten wir Agrippa auf. Tu, was dir dein Gewissen befiehlt, Bajek. Aber versteh, dass ich mich nicht gegen einen römischen Feldherrn stellen kann. Das mache ich schon selber. Persönlichen Gefühle zählen da nicht. Finde die Formel und ich werde sie zerstören. Ich will nicht die Opferung Ägyptens verantworten müssen. Jupiter beschütze dich, Bajek. Das machen wir in der nächsten Folge, wa?